Ja, hello again. So in bester Manier will ich euch, meine Zuschauer, heute mal wieder begrüßen. Und ich freue mich ganz dolle, weil es ist ein schöner Panzer, der T-30, den ich euch heute zeigen kann und werde. Eingeschickt wurde das Replay von Chosen Keys. Kiss? Kais? Ja, Küste ist die Karte. Und ein 9er, 8er, 7er Gefecht mit einem Amerikaner. Da freuen wir uns doch drauf. Der Damage und die Kills, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, aber die können sich sehen lassen. Also ich bin selber schon wirklich sehr gespannt, wie jetzt hier die Runde so für ihn läuft. Und bin vorsichtig optimistisch, dass ihr auch auf eure Kosten kommen werdet. Dann schauen wir mal, wo der Chosen zuerst so hinfahren wird. Scheint so, dass er Richtung Insel, Richtung kleine Insel fährt. Der T-30 ist ja gefühlt so unter den TDs noch der heavy-lastigste. Also er ist so ein Hybride aus TD und Heavy, finde ich. Vom Spielstil sehr ähnlich zum T-34. Wer den hat und den meistert, der kommt mit dem T-30 auch bestimmt sensationell zurecht. Wer mit dem T-34 ein Riesenproblem hat, der wird auch mit dem T-30 ein Problem haben. Jetzt dürften uns gleich ein paar Gegner über den Weg rollen, so wie es aussieht. Er schaut hier so ein bisschen um sich, was so seine Leute um ihn herum machen. 0 zu 4 steht schon. 0 zu 5. Wow. Okay, das ging schnell. Aber wenigstens konnte er hier jetzt schon mal sehr schön den ersten Treffer verbuchen. AMX 1500 kommt jetzt hier vor. Mit dem Autoloader muss man so ein bisschen aufpassen. Und auch diese Stelle, die ist nämlich prädestiniert davon, hier umzingelt zu werden. Jetzt hat er dem E-75 wenigstens schön eine geben können. Und der E-75 kann auch deswegen rausgenommen werden. Aber es steht 1 zu 7 schon. Die Runde ist noch nicht mal 3 Minuten alt. Also, holy moly. Und man darf ja nicht vergessen, er hat noch drei Artis nur noch auf seiner Seite. Nur noch im Sinne von auch drei Panzer, die jetzt nicht akut am Kampf teilnehmen. Also, ja, das war schnell bis dato. So, jetzt auf den Tiger wohl wieder. Den dürfte er jetzt mit dem nächsten Schuss rausnehmen. Ja, dann macht das auch. Also wenigstens für ihn läuft hier noch ganz rund. Aber auch der Gegner hat natürlich drei Artis. Also auch da muss man einfach immer aufpassen. So, die Jungs hier ziehen sich ein bisschen zurück, scheinen hier jetzt nicht so viel Backup zu haben, sonst würden die wahrscheinlich nicht so defensiv sich jetzt hier verhalten. Was der eine, was macht denn der da? Geht sich der saufen? Ne, jetzt spätestens nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt die Badesachen eingepackt hat oder was er jetzt gerade da wollte. So, der AMX 1500, der wartet jetzt auch auf den nächsten Hit, aber die Gun Depression hat hier kurz noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, kann jetzt aber einaimen und nimmt ihn raus. Fein, aber 6 zu 12. Der GW Panther dürfte hinten auch gleich fallen, also ist er mit dem Uni hier dann alleine. Ja. Was jetzt eintrifft? Ja, jetzt hat er auf jeden Fall viele Gegner, die er für sich schon mal haben kann. Die kriegt er. Da, ich glaube, der Uni ist da nicht böse, wenn jetzt der T-30 hier die Gegner wegmacht. So, was kommt da? So, hui! Geht in einer schönen Explosion auf. Arti hält die auch nochmal rein, hat das schön gestoppt. Ideal.
Und jetzt, da ist der Tiger 1. Also wenn man dem T-30 so zuschaut, dann hätte man schon wirklich auch Lust auf den. Geht mir zumindest so. Weil ich bin ja selber eigentlich ein Fan der Heavy-Panzer. Und dann so eine Möglichkeit zu haben. Jetzt muss er schnell laden. Ja. So. Also der Skoda, der kommt jetzt nicht mehr so einfach rum, weil wenn er das nächste Mal nachgeladen hat, hat auch er wieder nachgeladen und dann ist er ein One-Shot. So, jetzt wurde er zwar gekettet vom Rheinmetall, aber konnte Gott sei Dank den Skoda jetzt rausnehmen. Der Rheinmetall hat auch einen langen Reload, 17,3 Sekunden. Auf die Anzeige darf man sich natürlich nicht ganz verlassen, weil man weiß nicht, wie der Fahrer und sonstiges so aussieht. Jetzt hat er hier schön den Rammschaden. Jetzt muss er nochmal einmal ein 3 HP. 3 lächerliche HP. Jetzt kommt einmal noch. Ja. Jetzt hat er den schön gemacht. Mit einer Granate hat er ansonsten den Damage gut angebracht. Der Oni ist hinter ihm gefallen, doch die AT. Tiger 1 ist jetzt auch weg. Den Krieger hat er schon mal sehr sicher. Vielleicht kriegt er noch die Radley Walters. Jetzt hat die AT verschossen. Nimmt er die AT? Nee, er geht jetzt auf den M41. Jetzt muss er da aufpassen. Natürlich lädt der schneller nach. Aber selbst mit HE schafft das gerade nicht. So, jetzt will die AT da rumkommen. Jetzt sollte er sich entscheiden. Weil jetzt können natürlich das die Zeit, wo die anderen Artis auch auf ihn schießen können und werden. So, jetzt nimmt er erstmal den raus. Jetzt kommt natürlich die Lorraine Arti auch da tendenziell. Aber sie kommt auch vom Winkel gar nicht so gut hin. Das ist jetzt auch sein Glück. So, jetzt lässt sie sich auf der anderen Seite fallen. Da hat er jetzt vorne Su 152. Boah, dicker Hit für eine Su. 7er mit HE, aber sehr gut wohl getroffen. 407 Schaden ist wirklich ein Haufen Holz. Jetzt, der Fahrer musste wiederbelebt werden. So, und jetzt die Lorraine weg und vielleicht macht er sogar noch die Pools-Medaille. Bis jetzt hat er jeden Schuss, den er abgegeben hat, auch ins Ziel gebracht. Das muss man auch mal sagen. Und für den TD, es gab noch keinen einzigen Hit, der über 300 Meter war. Also, da sieht man mal definitiv der Panzer, der nicht sehr zärtlich gespielt wird. Jetzt da jemand im Cap. Ich würde vermuten, dass es die Lorraine Arti ist. Da will er jetzt auch wohl hinschauen. Dahinter ihm, nein, dahinter ihm ist die Lorraine Arti. Auto-Aim hat er drauf, aber bis der Turm dreht, das dauert alles ein bisschen. Und, ach, schade. Da nimmt die Arti ihn raus und er die Arti seines Zeichens macht auf jeden Fall mal 10 Kills, macht 10.057 Damage, hat auch noch 3.000 geblockt. War eine tolle Runde, aber allein kann man so ein Spiel eben doch nicht ganz gewinnen. Aber er hat alles dafür getan. Ich hoffe, euch hat das Replay heute gefallen. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.